Wie ihr wünscht. Den, 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 den. Ja. Nee, Lager wollen wir erst. Wir wollen ins Lager. Das sieht total unheimlich aus, wie er bemalt ist. Tja. Jetzt können wir erstmal Geschenke verteilen wieder hier und zwar an Zephyrin. Zephyrin, Zephyrin. Ihr habt einen hervorragenden Geschmack. Wie nett. Wie nett. Wie nett. Wie nett. Ich danke euch. Oh, wundervoll. Wie aufmerksam. Oh, wundervoll. Ja, das sieht nett aus. Ja, das sieht nett aus. Was sagt ihr? Gewiss. Was sagt ihr? Schon wieder? Was habt ihr auf dem Herzen? Ich werde antworten. Ich kenne diesen Blick. Ihr habt doch etwas... Natürlich. Ihr habt gerufen? Das überrascht mich nicht. Also gut, dann schlage ich vor, wie... Es ist seltsam. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Was ist denn? Stimmt was nicht? Doch, alles in Ordnung. Es ist... mir etwas peinlich, es zuzugeben. Es erinnert mich an unser erstes Zusammentreffen in der Wildnis. Ich war seit einiger Zeit in Tiergestalt und beobachtete euer Vorankommen. Mich faszinierte es, dass da eine starke Frau mit Männern reiste, denen sie offensichtlich weit überlegen war. Dennoch gefiel es mir nicht, dass Flemeth mir befahl, euch zu begleiten. Ich nahm an, ihr würdet mich sofort wegschicken, sobald wir die Wildnis verlassen hätten. Warum sollte ich das tun? Ich weiß, dass ich nur wenig Talent besitze, Freundschaften zu schließen. Vorsichtig ausgedrückt. Ich weiß nichts darüber und dachte, ich würde es auch nie brauchen. Doch als ich Flemeths Plan durchschaute, habt ihr mich nicht im Stich gelassen. Warum auch immer, ihr habt für mich eine schreckliche Schlacht geschlagen, ohne Hoffnung auf eine wirkliche Belohnung. Ich habe es für eine Freundin getan. Und genau das verstehe ich nicht. Ich hätte mir einiges vorstellen können, was aus Flemeths Befehl mit euch zu gehen erwachsen sollte, aber bestimmt nicht, dass ich in euch eine Freundin finden würde. Womöglich sogar eine Schwester. Ihr sollt eines wissen. Selbst wenn ich mich eurer Freundschaft nicht immer als würdig erweise, so weiß ich sie doch stets zu schätzen. Aber genug geplaudert. Es gibt doch sicher Wichtigeres zu erledigen. Oh, Morrigan. Was liegt an? Ihr steckt wirklich voller Fragen. Ups.
Was liegt an? Wir lagern. Es kann also... Warum sollte man so... Shay! Shale aus dem Hause Kadesh. Tach. War ich das früher? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Mir fällt es überhaupt nicht schwer, das zu glauben. Dann beneide ich es um seine Fantasie. Wenn ich Shale aus dem Hause Kadesh war, wie Carradine gesagt hat, dann muss es noch Beweise für meine Existenz geben. Und die muss ich finden. Vielleicht gibt es Unterlagen in Orsama. Es gibt einen anderen Weg. Durch Carradines Worte kann ich mich nun an eine Sache wieder erinnern. Jetzt? Ich glaube, ich weiß, wo der Teig Kadesh ist. Ist das denn nicht ein eindeutiger Beweis? Es versteht vermutlich nicht, wie es ist, ohne Erinnerung zu sein. Aber ich muss das jetzt wissen. Ich muss sicher sein. Wir können dorthin gehen, wenn ihr wollt. Ich weiß sein Angebot zu schätzen. Ich werde den Ort auf seiner Karte vermerken. Sollten wir in Kürze dorthin reisen, bin ich überaus neugierig, was wir finden werden. Ich habe da eine Frage, die ich es zu beantworten bitte. Es hat sich entschieden, sich auf Carradines Seite zu schlagen und den Amboss der Leere zu zerstören. Ich denke, das war eine gute Entscheidung. Allerdings war doch eigentlich der Paragon Branka der Grund, warum es sich in die tiefen Wege gewagt hat. Warum hat es entschieden, sich gegen sie zu stellen? Es konnte nicht sicher sein, dass Carradine ihm mit den Zwergen weiterhelfen würde. Ich war bereit, dieses Risiko einzugehen. Es war einfach das Richtige. Das war ein ziemliches Risiko. Es freut mich, dass es sich gelohnt hat. Auf jeden Fall wollte ich mich bedanken. Es hat Carradine das Ende gestattet, das er sich gewünscht hatte. Und ich freue mich, dass ich daran teilhaben durfte. Ich muss über Carradines Worte an mich nachdenken. Da ist viel zu verarbeiten. Aber lasst uns nun weitergehen. Es spricht. Hat es denn nichts Besseres zu tun? Ihr seid also eine Frau? Das wusste ich nicht. Ich dachte nicht, dass ich das erwähnen müsste. Es hat mir ja auch nicht gesagt, welches Geschlecht es hat, oder? Ich bin eine Frau. Schön für es. Ich bin sicher, dass das für andere Kreaturen, die ebenso weich und schwach sind, offensichtlich ist. In Wahrheit ist es jetzt irrelevant, welchen Geschlechts ich einst war. Ich bin ein Golem. Ich bin geschlechtslos. Das ist doch kein Problem, oder? Werden wir uns jetzt um dieselben Männer streiten? Oh, ha, ha. Wie ich sehe, ist es ein Quell der Scherze. Oh ja, eine komödiantische Goldmine. Also, lasst uns etwas Weiches zerschmettern und genießen, wie das Blut fließt. Ich hoffe, dieser Wunsch ist ihm mädchenhaft genug. Ja. Es spricht. Hat es denn... Ach ja. Hast du was zu sagen? Braucht ihr etwas, meine Liebe? Natürlich. Braucht ihr etwas, meine... Nun, wir sind im Lager. Da seid ihr ja. Ich möchte mit euch sprechen. Worüber? Ihr und ich. Wir haben... Ihr wisst schon. Manchmal verbringt man etwas Zeit mit Leuten und... Ich liebe euch auch, Ogryn. Ach, man wird mich rasieren, häuten und zum Trocknen aufhängen.
Dafür ist es noch zu früh. Viel zu früh. Ich wollte euch nur um einen Gefallen bitten. Spuckt es aus, Zwerg. Ich dachte... Also, ich kenne ein paar Leute hier auf der Oberfläche. Eigentlich geht es um ein Mädchen, das ich in Orsama kannte, bevor ich fortgegangen bin, natürlich. Kanntet ihr dieses Mädchen oder kanntet ihr es? Was? Ihr meint, ob wir es miteinander getan haben? Oh, nachdem Branka in die tiefen Wege gegangen ist. Ihr Name ist Felci und sie hatte wirklich Feuer. Ich bin mir sicher, sie hat mir inzwischen verziehen. Ich dachte, ich könnte sie mal besuchen und sehen, wie es ihr ergangen ist. Wisst ihr, wo wir sie finden können? Ich wollte sie schon in der Taverne besuchen, als wir letztes Mal am Kenenhardt See waren. Aber sie war nicht bei der Arbeit. Angeblich war sie zu Hause bei ihrer kranken Mutter. Ich dachte, die Ahnen wollten mir damit etwas sagen, aber ich musste trotzdem weiter an sie denken. Irgendetwas verschweigt ihr mir. Ach, ihr misstrauischer Sackkiesel. Ihr denkt immer nur schlecht über andere. Und ich dachte, wir seien Freunde. So, ihr spielt jetzt also diese Karte, was? Also gut. Felci und ich haben uns nicht unbedingt freundschaftlich getrennt. Erzählt weiter. Sie war eifersüchtig auf Branka. Und sie hat angefangen, mich einzuengen. Aber Orgrin ist dazu bestimmt, frei zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Jedenfalls hat sie nicht verkraftet, dass alle mit mir zusammen sein wollten. Also hat sie mich verlassen. Das ist die reine Wahrheit. Ich bin gespannt auf Ihre Version der Geschichte. Hey, macht nur so weiter, dann... Moment, heißt das, wir gehen zu ihr? Wir finden diese Felci, versprochen. Ihr seid eine echte Freundin, Wächter. Ich werde an euch denken, wenn wir jemals... Nein, das wäre wirklich unschön. Also, was wolltet ihr sagen? Ich würde gern mehr über euch erfahren. Worüber genau? Seid ihr sicher, dass ihr es verkraftet, was mit Branka geschehen ist? Oh, natürlich. Ich komme klar. Ich meine, sie war ein echter Wirbelwind zwischen den Laken. Wenn auch ein bisschen weich im Kopf, versteht ihr? Das erklärt immerhin, warum sie gegangen ist. Also hat es euch nicht gebrochen? Ich schwöre beim Stein, dem Nächsten, der mich das fragt, meißle ich meinen Namen in den Arsch. Die Ahnen sollen mich holen. Ihr Leute hier heult wirklich wegen allem rum. Ihr wollt euch also mit dem alten Orgrin unterhalten? Aber warum nur? Stimmt etwas nicht, Orgrin? Es ist nichts. Alles bestens. Ich habe nur eine Hornisse im Auge. Wolltet ihr über irgendetwas mit mir sprechen? Ich würde gerne mehr über euch erfahren. Worüber genau? Wie gefällt euch die Oberfläche? Sie ist einfach fantastisch. Anfangs war mir ein wenig mulmig bei all dieser Luft, aber es gibt einfach so viel davon. Niemand weiß, wer man ist oder was man macht. Und dann das Bier. Wer hätte gedacht, dass man aus Getreide Bier herstellen kann? Hey, die Oberfläche ist großartig. Sie ist wie eine große, helle Welt aus Dreck ohne Decke. Genau der richtige Ort für mich. Hey, lasst uns etwas suchen, das wir erschlagen können, ja? Dieses ganze Gerede macht mich unruhig. Genehmigt euch etwas zu trinken, Wächter. Leistet mir in meinem verdammten Loch Gesellschaft. Bedrückt euch etwas? Nein, ich bin nur müde. Wolltet ihr über irgendetwas mit mir sprechen? Worüber genau? Vermisst ihr Orsama? Was? Ob ich Orsama vermisse? Ihr seid nicht nur hässlich, sondern auch verrückt. Ich wurde dort wie eine Schmeißfliege behandelt. Was bin ich? Ich werde niemals zurückkehren. In Ordnung. Ei. Also gut. Hässlich. Lasst mich einfach in Ruhe, Wächter. Ernsthaft. Warum? Seid ihr wegen irgendetwas aufgebracht? Aufgebracht? Ich werde nicht aufgebracht, ich werde betrunken. Wolltet ihr über irgendetwas mit mir sprechen? Worüber genau? Ich kann dir nicht leiden, den Typen. Wie ist es, ein Krieger Orsamer zu sein? Man bekommt ein Schwert oder eine Axt und wird dann losgeschickt und soll seine Stadt verteidigen. Alles ist perfekt, bis man versucht, in der Stadt zu leben, die man gerettet hat.
Was meint ihr damit? Ich meine, dass sie einen zum Töten ausbilden und einem beibringen, beim kleinsten Geräusch in Raserei zu verfallen. Und dann kommen sie mit lauter verdammten Regeln. Wie diese Tornais. Die Ahnen erweisen dem mit dem stärksten Arm ihre Gunst, richtig? Was sollen dann diese ganzen Regeln, wie man zu kämpfen hat und dass man seinen Gegner am Leben lassen soll? Schwerter sind zum Töten gedacht. Es zeichnet einen wahren Krieger aus, dass er kämpfen kann, ohne zu töten. Wenn ihr so denkt, werde ich das gerne beherzigen, wenn die dunkle Brut nächstes Mal auf euch herumkaut. Ach, das verdirbt mir die Laune. Habt ihr noch mehr dumme Fragen? In Ordnung. Ei, also gut. Für euch nehme ich mir die Zeit. Ach, auf einmal. Worüber genau? In Ordnung. Ei, also gut. Für euch nehme ich mir die Zeit. Könnt ihr mich lehren, wie ihr zu kämpfen? Ihr wollt ein Berserker werden? Ha! Dass ich das noch erleben darf. Ihr seid bereits ein Schrecken auf dem Schlachtfeld, Wächter. Aber euer Stil eignet sich nicht für rasenden Zorn. Ihr denkt zu viel und baut zu sehr auf Geschicklichkeit. Aber falls ihr jemanden kennt, der geeignet ist, unterrichte ich ihn gerne. Es wäre nett, hier noch einen anderen Berserker zu haben, den ich anknurren kann. Das klingt fair. Wenn ihr wie ein Berserker denken wollt, müsst ihr das Wort fair aus eurem Wortschatz streichen. Es genügt, wenn etwas funktioniert. Oh. Ei. Also gut. Gut.
ja. Gut, dann haben wir das ja eigentlich. Nee, Wind fehlt hier ja noch. Oh. Gut. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Gut. Verzauberung? Ja, ich möchte etwas verzaubern lassen. So. Braucht ihr etwas, meine Liebe? Nun, wir sind im Lager. Aha. Ihr wolltet euch also gar nicht unterhalten. Verstanden.